werden sagen, ja, das mit der Bewegung, das stimmt, hatten wir jetzt genug. Diese Prozessionen, dieses Aufstehen, Niedersetzen, das sich hinknien für die, die schon länger gewacht haben. Wenn wir dieses Mal in diesem Jahr, wenn alle christlichen Denominationen am gleichen Termin Ostern feiern, was nicht so oft vorkommt, dann sind all die unterschiedlichen Liturgien, wenn man sie betrachtet, voller Bewegung. Wir könnten sie verstehen als Annäherung, diese Bewegung als Annäherung in das, was in dieser Nacht geschehen ist, wenn wir von der Auferstehung Christi sprechen. Und das zweite Moment ist das der Schönheit. Viele fleißige Hände haben heute Morgen versucht, uns ein bisschen etwas davon zu vermitteln in dieser geschmückten Kirche. Schönheit und Bewegung. Wozu ist das gut? Schaffen wir uns da nicht ein bisschen ein Stück heile Welt und sagen, gut, das ist ja immer auch wichtig, dass man was miteinander macht. Und es soll auch ein bisschen schön sein. Richten wir uns sozusagen in der Osternacht oder von mir aus auch zu Weihnachten oder sonst ein paar Mal im Jahr eine kleine Kitschecke her, weil wir den Rest der Welt einfach nicht ertragen? Unser christliches Selbstverständnis ist so nicht. Aber wie ist es dann? Uns hat dieser Tage schon einmal dieser hellsichtige Mann Romano Guardini mehrfach begleitet. Und vielleicht schaffen wir es auch hier mitten in der Osternacht, ihm noch ein wenig Gehör zu schenken. Diesem Gedanken, den er zur Auferstehung äußert. Wir sind hier, so schreibt Guardini, vor ein Entweder-Oder gestellt. Ein Entweder-Oder, das bis auf den Grund geht. Sobald wir uns selbst zum Maßstab nehmen, unser menschliches Dasein, wie es ist, die Welt, wie sie um uns besteht, die Weise, wie unser Denken und Fühlen vor sich geht, und wenn wir von dort aus Jesus Christus beurteilen, dann müssen wir den Auferstehungsglauben als ein Ergebnis bestimmter religiöser Erschütterungen, als ein Erzeugnis anfangender Gemeindebildung, das heißt aber als Täuschung ansehen. Und dann ist es nur eine Frage der Konsequenz, wie schnell man ihn samt seinen Voraussetzungen und Folgerungen ausscheidet und ein reines Christentum herauszuarbeiten sucht. Das freilich wird nicht viel mehr sein als eine dünne Ethik und Frömmigkeit. Hellsichtig finde ich diese Bemerkung. Möglicherweise sind wir gerade in einem solchen Stadium einer dünnen Ethik und einer dünnen Frömmigkeit. Oder aber, es wird uns klar, was die Christusgestalt fordert, nämlich Glaube. Wir erkennen, dass sie nicht gekommen ist, um uns neue Erkenntnisse und Erfahrungen innerhalb der Welt zu bringen, sondern uns vom Bann der Welt zu befreien. Wir hören ihre Forderung und gehorchen ihr. Wir nehmen die Maßstäbe, von denen aus über Christus gedacht werden muss, von ihm selbst entgegen. Wir sind bereit zu lernen, dass er nicht mit edleren oder innerlicheren Werten und Kräften die Welt weiterführt, sondern dass mit ihm das neue Dasein beginnt. Wir vollziehen jene Achsendrehung, die eben Glauben heißt und nach welcher nicht mehr von der Welt her über Christus nachgedacht wird, sondern von ihm her über alles sonst. Dann sagen wir nicht mehr, in der Welt gibt es kein Lebendigwerden eines Gestorbenen, also ist die Auferstehungsbotschaft ein Mythos, sondern Christus ist auferstanden, also ist die Auferstehung möglich und seine Auferstehung die Grundlage der wahren Welt. Das, liebe Schwestern und Brüder, was Guardini hier sagt, ist nicht einfach ein Gedankenspiel. Nehmen wir uns selber ernst, was wir gerade da drüben machen?
beim Taufbrunnen versprochen haben? Wir haben erneuert, dass wir diese Achsendrehung vollzogen haben. Und wie sehr greift immer noch dieses Denken, wir leben in ihr, wir handeln in ihr, wie sehr greift immer noch dieses Denken nach uns? Und wir können uns kaum befreien. Es sickert immer mehr auch in die Kirche ein. Natürlich, sie besteht aus den Menschen dieser Welt. Aber es ist ein wichtiger Unterschied, in der Welt zu sein, aber sich nicht von ihr her zu verstehen, sondern von ihm her, vom Geschehen dieser Nacht, von der Erfahrung des neuen Lebens. Deshalb, es mögen vielleicht einige jetzt, die strengen Regeln beachtet haben, schockiert sein, ist die Fastenzeit ja nicht einfach zu Ende. Sondern diese Zeit der Erneuerung will uns ja einüben in die neue Lebensform. Das heißt, wir sollten jetzt sozusagen geübt genug sein, sie fortzusetzen. Ich weiß, wir haben Eier gefärbt, der Speck ist schon aufgeschnitten von Schwester Dora für morgen Abend nach der Vesper. Dazu schon herzliche Einladung. Das ist alles wunderbar, das darf alles sein. Aber das neue Leben ist in uns. Dieses neue Leben ist in der Welt, weil Christus auferstanden ist. Und von ihm her, von dieser Nacht, vom Geschehen dieser Nacht, gilt es, herzuleben, herzudenken, herzuhandeln, von nichts anderem. Er ist schon vor der Welt die Mitte der Welt. Und seit dieser Nacht erst recht, auch die Mitte der gefallenen Welt. Der Anker einer Welt, die immer mehr abdriftet in einer Eigendrehung und die nicht weiß, was sie erwartet, die oft genug dann schwarz sieht. Nein, wir nicht. Wir haben keinen Grund, liebe Schwestern und Brüder, schwarz zu sehen, selbst mitten in der Nacht. Denn es ist hell geworden in dieser Osternacht. Durch dieses kleine Geschehen, unbemerkt am Rande der zivilisierten Welt, irgendwo in Judäa. Ein Wanderprediger. Aber er ist die Mitte der Welt. Und wenn wir ihn immer mehr zu unserer Mitte machen, dann erleben wir, was Ostern ist. Erleben wir die Schönheit. Und wie es uns bewegt, hin zu jener Achsendrehung, von der Guardini spricht. Lassen wir es hell werden in unserem Leben von dieser Mitte, von dieser Nacht, von Jesus Christus her. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaft auferstanden.